Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu unserer dritten Frühschicht in der Fastenzeit. Schön, dass so viele den Link gefunden haben. Egal, von wo ihr euch eingeloggt habt, aus dem Bett, vom Küchentisch oder aus dem Wohnzimmer, wir heißen euch herzlich willkommen. Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, deine Liebe ist wie ein Lied. Wir wollen hinhören mit unserem ganzen Herzen. Wir wollen deiner Botschaft zuhören und in dein Lied einstimmen. Singen wir nun gemeinsam das Lied Nummer 263 aus dem Halleluja-Buch. Jeder von uns hat einen einzigartigen Klang, hell, dunkel, laut oder leise. Wir haben gerade gehört, dass du uns als Komponist den Ton gibst. Als Interpret spielst du das Stück und als Dirigent zeigst du uns den Klang. Auch in der Bibel hören wir, dass Jesus Menschen einlädt, in Gottes Melodie einzustimmen. Er beruft die Jünger, ihm zu folgen und ihren Beitrag zu dem Lied des Lebens und des Friedens zu geben. Hören wir nun die Geschichte über die Berufung der ersten Jünger im Matthäusevangelium. Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Jesus hat die Jünger berufen, Menschenfischer zu werden. Ohne zu zögern, lassen sie daraufhin ihre Heimat zurück und verkünden mit Jesus die Botschaft Gottes. Sie stimmen in das Lied ein und sorgen dafür, dass Gottes Melodie verbreitet wird.
Die Gemeinschaft der Christen wächst, denn die Melodie bringt in vielen Menschen etwas zum Klingen. Das ist nun schon über 2000 Jahre her. Trotzdem werden heute noch Menschen von dem Lied des Lebens und des Friedens berührt und treten durch die Taufe der Gemeinschaft der Christen bei. Unsere Gemeinschaft lässt sich mit einem Orchester vergleichen. Die Musiker müssen gut aufeinander hören. Die Melodie klingt nicht mehr schön, wenn eine Person viel schneller spielt, sodass die anderen nicht mehr mitkommen. Es geht auch nicht, dass jemand so laut spielt, dass man die leiseren Instrumente nicht mehr hört. Damit eine schöne Melodie entsteht, müssen die Musiker gut zusammenspielen. Dabei ist jede Stimme, jeder Ton, jedes Instrument wichtig und schön. In der Gemeinschaft der Christen ist also jede Stimme wichtig. Jeden Einzelnen hat Gott gern. Er beruft jeden Menschen, ein Teil seiner Melodie zu sein. Egal, ob wir mit lauter Stimme fröhliche Lieder singen oder ganz kleine und leise Töne hervorbringen. Gott lädt uns alle ein, mit einzustimmen in das Lied des Lebens. Gott beruft uns dazu, unser Leben und das unserer Mitmenschen zum Klingen und Schwingen zu bringen. In diesem Sinne kann man das Wort Berufung auch als Vernehmen eines inneren Rufes verstehen. Besinnen wir uns nun einen Moment jeder für sich auf unsere eigene Berufung. Fühle ich mich von Gott berufen? Wenn ja, möchte ich diese Berufung annehmen? Wie trage ich zu Gottes Melodie bei? Wie fühle ich mich als Note in Gottes Melodie? Fühle ich mich wichtig oder habe ich manchmal eher das Gefühl, eine Pause zu sein? Was bringt Gottes Botschaft in mir zum Klingen? Gott, du hast ein offenes Ohr für uns. Du hörst uns zu. Wir bitten dich. Die Flöte klingt fröhlich und leicht. Sie spielt helle, klare Töne. Gott, du freust dich, wenn wir fröhlich sind. Wir bitten dich für alle Menschen, die traurig sind und keine Personen haben, die ihnen nahestehen. Schicke ihnen Menschen, die mit ihnen gemeinsam dein Lied der Freude singen. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Trommel hört man ganz laut. Sie gibt den Rhythmus vor, mal schnell, mal langsam. Gott, du magst alle Menschen gleich gern, die Lauten und die Leisen, die Kleinen und die Großen. Wir bitten für alle Menschen, die nicht spüren können, wie wichtig und wertvoll sie sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Saiten der Gitarre ergeben zusammen einen schönen Klang. Wenn man alle Saiten miteinander anschlägt, klingt es stark und kraftvoll. Gott, gemeinsam können wir Gemeinschaft und Freude erleben. Miteinander fällt es uns auch leichter, Schwierigkeiten zu überwinden. Hilf uns, dass wir zusammenhalten und gut aufeinander achten. Wir bitten dich, erhöre uns.
Guter Gott, an den Jüngern können wir uns ein Beispiel nehmen. Sie nehmen ihre Berufung an und verkünden dein Wort. Auch wir haben heute das Lied der Freude über dich angestimmt. Wir sind alle ein Teil deiner Melodie, eine große Gemeinschaft der Christen. Wir bitten dich, hör auch die leisen Töne von Sorgen und Leid, die uns momentan beschäftigen, und hilf uns dabei, deinen Willen zu erkennen. Lass uns deine Töne vernehmen in deiner Welt, in den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, und in uns selbst. Egal, ob wir in Dur oder Moll singen, sei bei uns und gib uns die Kraft und den Mut, das Richtige zu tun. Gehe mit uns durch den heutigen Tag und die gesamte Fastenzeit, sodass wir zusammen unseren Alltag erklingen lassen. Wir bitten dich um deinen Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Schluss folgt nun das Lied Menschenfischer. Kamst du uns an das Ufer, Stolz und Reichtum war nicht dein Begehren. Du rufst und willst, dass ich dir folge. Du kamst her, all zusammen wir saßen. Gütig lächelnd nennst du jeden beim Namen. Brot und Netze haben wir liegen gelassen und mit dir meinen Frieden brauchst du für die Menschen. Mein ganzes Herz und meine Liebe. Du kamst her, als zusammen wir saßen. Gütig lächelnd du jeden beim Namen. Brot und Netze haben wir liegen gelassen und mit dir geh ich den Weg nun zusammen. Du Christus, Gott und Heiland der Menschen, ewige Sehnsucht von allen, die suchen. Mein guter Freund, so sagst du heute noch. Du kamst her, als zusammen wir saßen. Gütig lächelnd nennst du jeden beim Namen. Brot und Netze hab ich liegen gelassen und mit dir geh ich
den Weg zusammen.